hier auf dem Bus nach Philippsburg. Hi! Angeblich kann man überall einsteigen, aber das wurde uns jetzt empfohlen. Mal schauen. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und die Glocke drückst. Hat geklappt. Philippsburg ist der Hauptort von St. Marten und Anlegeplatz für Kreuzfahrtriesen. Momentan ist Platz für 8 Schiffe und es wird weiter ausgebaut. So schaut hier zum Beispiel eine Seitengasse aus. Aber auch so. Die Straße gefällt mir schon besser. Leider hat ein Hurrikan hier Spuren hinterlassen. Das ist also eh schon so angefressen, wenn es das zweite Winter ausgeschaut hat, dass es ja. Das ist einmal wieder zugesperrt alles wird. Ja klar. Man dachte, nein, danke, ohne mich. Aber sonst haben wir aus Prag. Also genau, wir sind ja, das ist ja praktisch. Sehr praktisch, alles Gute seit aus Österreich. Ziemlich lang in Österreich gelebt. Also. In Tirol, wir haben in Tirol gelebt. Wirklich, und da habt ihr einfach gesagt, das jetzt ist Schluss, jetzt fahren wir da her und machen das da. Na ja. Ja, nicht schlecht, oder? Leider, ja, ein Haus in Alpen gegen ein Haus bei Meer getauscht. Ja, natürlich. Was hat dir unser Landsmann gerade erzählt, warum er in St. Marten gelandet ist? Wegen Corona. Beim zweiten Lockdown haben sie dann in Tirol ihr Gasthaus nicht mehr weiterführen wollen können, wahrscheinlich auch. Und haben sich dann hier in der Karibik eine Insel gesucht mit den lockersten Bestimmungen für Corona. Das war St. Marten und jetzt gibt es in St. Marten ein Schnitzelhaus mit einem österreichischen Gastwirt. Oh! Wir daheim, genau. Sehr gut, danke schön. Ja. So, da können wir sicher sein, dass ihr keine Ketchup oder Mayo nicht braucht. Nein, ja, das ist sicher. Richtig. Also im Grunde, was wir auf jeden Fall machen werden, ist das Sandbar. Das soll sehr schön sein. Ja. Da wahrscheinlich, also da müssen wir da einkehren, das soll es aber nicht so schön sein, haben sie gesagt, vielleicht dann da oben in der Bucht, das soll es ja nicht sein. Okay. Falls wir einen oder anderen Tag länger bleiben, es ist nicht sehr weit, vielleicht auch da hinein, das soll ja sehr schön sein. Mhm. Wie heißt das? Das gehört auch zu St. Barth, das ist irgendeine kleine Insel bei St. Barth. Mhm. Da. La Petite Islette, Île Fourche. Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Also, sichtlich französischer Teil. Eindeutig. Dann ist in Wirklichkeit so, dass man so, dann kommt Antigua. Antigua, das ist uns da, so ja, genau. Da werden wir wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen. Da ist sehr viel Schönes. Ja. Barbuda, wie gesagt, vielleicht, wenn es der Wind zulässt. Wenn er es nicht zulässt, dann Antigua auf jeden Fall. Also genau. Da werden wir auf jeden Fall, da werden wir da wahrscheinlich da bei Jolly Harbour landen und sehr dann gut. Vielleicht da ein bisschen mal rumfahren, dann Green Island und dann da Vollmaus hinein. Das soll sehr schön sein. Ja, also da werden wir ziemlich sicher ein bisschen unterwegs sein. Mhm. Je nachdem, wie es uns freut. Und dann geht es eigentlich nicht mehr so, so da geht es darüber, 41 Meilen. Dann sind wir da im Norden. Mhm. Ja, das ist eigentlich dann unser wahrscheinlich da grob unser Endpunkt. Da vielleicht auch da. Guadeloupe für uns. Guadeloupe ist das, ja, genau. Das ist dann schon fein, weil da ist im Prinzip genau in der Mitte ist der Flughafen da drinnen. Mhm. Na, also da kann das man, das erreicht man von alle Himmelsrichtungen. Das ist relativ einfach. Wir verlassen heute die Marina. 130 € für die Nacht, das sind doch erhebliche Kosten, vor allem für den Standard.
und stehen jetzt wieder vor der Brücke, vor der Simpson Bay Bridge und werden vorne bei der Küste schauen, ob wir einen Ankerplatz bekommen. Es geht los. Bekommen wir einen Platz oder bekommen wir keinen? Wie immer die große Frage. Durch die Regatta werden sicher viele draußen ankern. Ein Schauspiel für die Kinder. Süß! Man sieht die entfernte Regatta und hier gab es offensichtlich ein Problem mit dem Großsegel. Wo fahren wir heute hin und wie schaut der Wind und die Situation aus, der Kurs? Wir fahren heute von St. Martin nach, da unten kommt es schon, St. Bart. Da fahren wir jetzt hin. Der Wind ist noch ein bisschen stärker, also wir haben so bis 23 Knoten Böen noch, also aber auf diese Strecke ganz in Ordnung. Vom Wind her wird es sein wahrscheinlich ein Halbwindkurs, vielleicht auch ein bisschen Anwindkurs fahren. Genau, dann schauen wir uns heute die Insel an. Eine ehemalige Schmuggler- und Seeräuberinsel. Da wird es dann länger werden, das wird dann eine Strecke von 80 Meilen, glaube ich. Das ist mal so der geplante Kurs vom Routing, den man da schon in Rot sieht. Ja, was soll ich jetzt sagen? Jetzt geht's los. Freust du dich schon? Ja, ich freue mich schon. Genau, erste Segelrunde in der Karibik. Ganz genau. Wir sind gerade losgefahren und haben vom zweiten Reff, mit dem wir eigentlich ursprünglich beginnen wollten, aufs dritte Reff gewechselt. Warum haben wir aufs dritte Reff gewechselt? Ja, wir haben ja hinter der Insel schon 23 Knoten Wind und eigentlich noch nicht wirklich den Maximalwind und daher zur Sicherheit mal das dritte Reff. Aber schauen, wie es dann da vorne ausschaut, wenn wir um die Ecke kommen. Philippsburg lebt von den Gästen der Kreuzfahrtschiffe, die hier zollfrei einkaufen können. In St. Bars dann einklarieren. Und hier werden wir zum ersten Mal mit dem Thema Dengefieber konfrontiert. Aha, Dengeprävention. Allerdings nicht zum letzten Mal, wie wir noch dramatisch erfahren werden. Wieder ein hübsches Nummernschild. Gustavia ist die Hauptstadt von St. Barth oder St. Barthélemy. Mit 21 Quadratkilometern ist die Insel nicht sehr groß und sie gehört zu Frankreich. Bunt gefliest. Ja, voll lieb, gell? Die Stirn. Die Insel der roten Dächer. Eindeutig. Überall Baustellenlärm. Faszinierend. Wir verlassen
kurz nach 6 Uhr und sind unterwegs Richtung Antigua und natürlich wie immer Wind auf die Nase. Was gibt es dazu zu sagen? Alles sehr schön, teilweise sehr, sehr neu. Auch die ganzen Dächer schauen aus wie neu. Und es wird gebaut, überall Baustellenlärm. Offensichtlich dürfte es genug Reichtum geben und alle wollen nach St. Bars. Es schaut sehr clean dort aus und alles ist unglaublich teuer. Also das stimmt wirklich. Und es war kaum Platz in der Ankerbucht. Wir haben dann seitlich ein Plätzchen ergattert und dort war es aber dafür sehr romantisch. Wir kommen bei Tageslicht an. Einer der schönsten Sonnenuntergänge. Der Sonnenaufgang heute ist ungefähr so schön wie der Sonnenuntergang gestern. Wir sind hier in Antigua, werden jetzt mit dem Ding eine Bucht weiterfahren und ein schweinisches Video drehen. Lasst euch überraschen! So, die schweinischen Fußspuren gibt es schon, aber leider ist noch keiner da. Wir wissen nicht wirklich, wann die auftauchen. Aber wunderschön hier. Schwendal. Ja, keine Schwendal da. Leider keine Schweine, dafür aber wunderschöne Herzsteine, Koralle und Muscheln. Die Schweine sind uns zu teuer. Die Preise für die Schweine sind eine Schweinerei. $100 pro Person. Das verkneifen wir uns und wir fahren dafür lieber nach St. John. Immerhin gut 22.000 Einwohner hat St. John. Und es ist die Hauptstadt von Antigua und Barbuda. Auch dieser Ort hat sich besonders auf Kreuzfahrttouristen spezialisiert. Wir verlassen jetzt Jolly Harbour und fahren ungefähr 5 Seemeilen weiter in eine nächste Bucht. Statt Schweine streicheln um $100 pro Person, werden wir dort schnorcheln und Fische bewundern. Es gibt dort ein Schiffswrack, das ein Stück aus dem Wasser ragt und sich angeblich sehr gut beschnorcheln lässt und das werden wir uns heute anschauen. Dort, wo die Jungvögel sind, ist das ganz weiß. Man sieht deutlich, wo sie gewisse Dinge verrichten. Wir sind in der Deep Bay. Warum sie so heißt, weiß ich nicht, denn tief ist sie nicht. Das Wrack ist beschnorchelt und wir segeln jetzt gleich weiter nach Barbuda. Das
werden ungefähr 4 Stunden sein, die wir unterwegs sind. Der Wind passt ideal zum Segeln. Ich mache ein paar Aufnahmen für euch. Barbuda taucht auf als schmaler Streifen und wir können ihn erst ausmachen, als wir schon recht nah sind. Mit einer Breite von 14 Kilometern und einer Länge von 24 Kilometern ist Barbuda auch nicht sehr groß. Circa 500 Einwohner gibt es und 2017 wurde diese Insel durch einen Hurrikan völlig zerstört und 1800 Einwohner wurden nach Antigua zwangsevakuiert. Barbuda gehört Gott sei Dank zu Antigua, somit ersparen wir uns wieder lästiges Aus- und Einklarieren. Uli hat ein neues iPhone mitgebracht, nachdem sich meines durch die Hitze des Akkus aufgebläht hatte. Wir lernen uns, ne? Doch. Ah. iPhone 7. Ich hoffe, es explodiert nicht. Weiter. Neues konfigurieren. Ja, sogar die Kamera geht noch. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und die Glocke drückst. Ja, das ist schon sehr kalt. Also, unglaublich. Ja, ja.